und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, ich habe jetzt ein kleines Problem und zwar wollte ich eigentlich nur mal kurz reingehen, meine kurze Zeit, die ich gerade habe, nutzen und ein bisschen abernten. Ich kann dich aber zwischendurch auch mal streicheln, wenn du mir gerade so vor die Füße läufst. Und habe aufgrund dessen jetzt auch noch zusätzlich gerade einen Bonbon im Mund, weil ich sehr starke Hustenanfälle hatte. Das Problem ist, dass mir dieser blöde Mickey die ganze Zeit hinterher rennt, weil ich nämlich in der letzten Folge herausgefunden habe, wie man, ich habe es offline herausgefunden, ich glaube, ich hatte es gar nicht aufgenommen, wie man Rohkost war es, glaube ich, herstellt. Und damit können wir nämlich jetzt mit seiner Quest weitermachen. Und ich brauche ihn aber eigentlich, also entweder ihn oder Dagobert, der aber auch wiederum eine Quest für mich hat, brauche ich eigentlich, damit ich mehr Ertrag bekomme beim Ernten. Und ja, jetzt habe ich mich dazu entschlossen, dass ich dann doch mal eben mit Miki spreche und noch diese Folge aufnehme. Wegen Minimaus war es, glaube ich. Ja, die Sachen möchte ich weitergeben. Wow, sieh dir das ganze Essen an. Folge mir zum Picknickplatz. Ich habe einen perfekten Platz auf der friedlichen Wiese gefunden. Bis bald. Wahrscheinlich da, wo Mini immer wieder aufgetaucht ist, nehme ich mal an. Och, jetzt ist hier schon wieder überall das Zeug im Weg. Oh, er erschreckt mich ja jedes Mal, ne? Er hat so eine riesige Figur. Da war sie wieder, die Mini. Hey, du! Oh, ich glaube, Mini würde das lieben. Den Himmel, das Gras. Dieses Picknick hätte ihr sicher gefallen. Und ich bin mir sicher, dass sie dich gerne als Freundin hätte. Ach, sie fehlt mir. Mickey, ich glaube, da passiert etwas. Wow, ist das Mini? War sie das wirklich? Wo ist sie? Oh. Warte, Merlin und ich haben so etwas schon einmal gesehen. Gameplayerin, Mini ist nicht verschwunden. Ja, ich habe auch schon gesehen, wie Mini auftaucht und wieder verschwindet. War es das, was du mir vorhin sagen wolltest? Es muss das vergessen sein. Es sind nicht nur Erinnerungen, die verloren gehen. Auch die Dorfbewohner beginnen zu verschwinden. Wir müssen herausfinden, wie wir Mini zurück ins Tal bringen können. Und mit deiner Hilfe können wir es schaffen. Ich muss zu Merlin gehen. Lass uns bald wieder darüber reden. Bis ganz bald. Ja, er ist ja schon auf dem höchsten Level. Ja, was heißt bald darüber reden? Ich hätte gerne dann hier auch nochmal weitergemacht, wenn ich gerade schon mal mit dir rede. Hallo! Erinnerst du dich, als wir Mini beim Picknick für einen Moment gesehen haben? Ich habe nachgedacht, oh Gott. Ich glaube und weiß, warum es passiert ist. Und wie wir es wiederholen können. Ach so, dass sie kam. Das ist super. Mini ist aufgetaucht, als ich an unser gemeinsames Picknick gedacht habe. Ich habe mit Merlin geredet. Oh, während wir hier standen. Und er ist der Meinung, dass alles damit zusammenhängt, sich an sie zu erinnern. Also hat er Minis Lieblingsschleife verzaubert. Er nennt sie einen Erinnerungsmagneten. Okay, wir halten also die Schleife und erinnern uns an sie. Ja! Genau! Komm, lass uns gemeinsam versuchen. Wenn ich mich richtig erinnere, trug Mini gerne... Pünktchen? Das stimmt! Mini liebt Pünktchen wirklich. Lass mich überleben. Was liebt sie sonst noch? Woher soll ich das wissen? Blumen vielleicht? Du hast recht. Mini liebt es, den Blumen beim Blühen zuzusehen. Weißt du, du erinnerst mich etwas an sie. Ich reiß die Blumen aber eher aus. Einmal hat sie sogar einen Club mit Woody und Anna gegründet. Hui, Minis Schleife. Sie kitzelt. Ich glaube, es funktioniert. Hier, nimm Minis Schleife, Gameplayerin. Wenn du mit mehr Dorfbewohnern sprichst, können wir sie mit mehr Erinnerungen aufladen. Komm zu mir zurück, wenn du fertig bist. Danke, wenn ich aber
Wenn ich aber mit denen spreche, dann muss ich doch wieder neue Dings machen. Oh Gott, wir haben ja so viele Aufgaben. Moment, machen wir das erstmal aktiv. Sprich mit Goofy und Dagobert. Ey, ich wusste es. Wenn ich mit Dagobert spreche, dann labert der mich wieder voll von wegen einer neuen Quest. Die will ich aber nicht annehmen. Goofy hat auch eine neue Quest. Die will ich auch nicht annehmen. Also das ist das Einzige, wo ich wirklich sage, oder eins der wenigen Dinge, wo ich wirklich sagen muss, dass sie das richtig, richtig blöd gemacht haben. Weil man will ja keine neue Quest annehmen. Man will ja erstmal das machen, was man begonnen hat. Aber das geht nicht. Das sammeln wir noch kurz ein. Ach nee, das war das hier, glaube ich, ne? Moment, Aufgaben. Nee, das nicht. War es doch bei U? Nee. Hä? Da kam doch gerade was, dass ich da was abholen kann. Na toll. Ah. Hey, ich habe einen Job für dich. Mann, ich will hier nichts kaufen. Einen schönen Tag noch. Sei gegrüßt und herzlich willkommen. Gameplayerin, bist du hier, um etwas zu kaufen? Sag mal, erinnerst du dich an Minnie? Minnie, sie ist ein feines Mädchen. Sie war schon immer eine großartige Kundin mit erstklassigem Geschmack. Sie bewunderte einmal meinen Armstuhl mit Tartanmuster. Das hat mein schottisches Herz erwärmt. Ich muss mich jetzt um wichtige Geschäfte kümmern, aber gib mir Bescheid, wenn du sie findest. Das werde ich, danke. Freundlichen Dank. Okay, also scheinbar kann man jetzt doch darüber mit denen sprechen. Wo ist ein Goofy da oben? Ohne, dass man jetzt wieder den Mist hat, dass man direkt was annimmt. Weil, wenn ich nämlich mit denen spreche und eigentlich nur fragen will, ob die mitkommen, zum Beispiel zur Ernte, dann nehme ich automatisch immer die Quest an. Das ist total blöd. Hallöchen! Hey, Kumpel! Hallo, Gameplayerin. Was kann ich für dich tun? Sag mal, was ist deine Lieblingserinnerung von Minnie? Oh. Meine Lieblingserinnerung? Hm. Hui, es ist so schwer, sich nur für eine zu entscheiden. Aber ich würde sagen, es war, als wir das letzte Mal zusammen einen Kuchen gebacken haben. Ich habe versehentlich Karotten anstelle von Äpfeln mitgebracht. Ich dachte, der Kuchen wäre ruiniert. Aber Minnie hat mir gezeigt, wie man die Karotten püriert und viel Zucker verwendet. Und mein Kuchen war gerettet. Ich habe sie schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Ich hoffe sehr, sie taucht bald wieder auf. Das hoffe ich auch. Danke, Goofy. Das hat wirklich geholfen. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Der will übrigens eine Pizza haben. Ich guck mal eben. Ich glaube, Pizza hatten wir doch schon. Meine ich, griechische Pizza habe ich. Ach so, ach ja, aber wir haben natürlich jetzt keinen Käse. Übrigens, Thema Zutaten. Im Wald, wo wir... Dorf 5 Sterne. Das ist schön. In dem Wald hier, wo wir den Christoph noch suchen müssen... Da habe ich festgestellt, dass man Zwiebeln kaufen kann. Oh, wo ist das denn jetzt alles hin? Weil da habe ich mich offline mal den Stand weitergebaut. Und ich glaube dreimal ausgebaut, meine ich. Wo wollte ich jetzt eigentlich? Achso, ich wollte zu Mickey, genau. Aber ich muss hier mal eben... Das sieht ja richtig schrecklich aus. Das kommt immer wieder. Das ist so schlimm. Ich mag das nicht, wenn das wiederkommt. Ich habe das so schön gemacht hier. So. Mhm. Einmal dahin. Wenn ich dennoch sprechen kann, weil wie gesagt, ich habe... Ja, ein Bonbon ist es ja eigentlich nicht. Es ist eine Halstablette. Oh, ich freue mich so, dich zu sehen. Gameplayerin, ich bin froh, dich zu sehen. Ich hoffe, Minis Schleife hat genug Erinnerungen, um sie zurückzubringen. Merlin meint, dass wir die Erinnerungen mit Dreamlight aktivieren können. Nein, ich habe extra Dreamlight gespart für das nächste. Lass uns zum Wunschbrunnen gehen. Die Magie des Brunnens sollte sie aktivieren. Bis bald. Da ist sie. Ach so. Ich muss das bei ihr machen. Oh, hallo. Hallo. Kannst du mich hören? Oh je. Ich sehe dich nicht besonders gut. Minnie.
Bist du es wirklich? Ja, ich bin hier. Ist Micky da? Micky! Tschüss! Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Nee. Oder? Mini, geht's dir gut? Endlich höre ich deine Stimme, also ja. Oh, Micky, ich möchte nach Hause. Ich habe alles versucht, aber nichts hat funktioniert. Wir kriegen das schon hin, Mini. Denke weiterhin ans Dorf und an uns. Das werde ich. Ich vermisse dich und alle unsere Freunde so sehr. Micky? Ich kann dich nicht mehr hören. Mini, ich bin hier. Ich habe wirklich Glück, so tolle Nachbarn zu haben. Ja. Hallo, du! Mini? Mini! Oh nein, ich glaube, sie ist weg. Es war schön, ihre Stimme wieder zu hören. Ich bin froh, dass es ihr gut geht. Ich glaube, die Schleife hatte keine Magie mehr oder Erinnerungen. Ich muss mit Merlin darüber reden, was ich als nächstes machen sollte. Aber es ist schön, ihre Schleife zu haben. Ich glaube, ich behalte sie für eine Weile. Herzlichen Glückwunsch! Boah, ich kann nicht mehr reden. So, weiter geht's. Ich freue mich so, dich zu sehen. Du bist ja eh auf Max-Level. Ich sag ja, nehmt euch eure Leute mit und nehmt die am besten alle für die Gartenarbeit, weil das geht so verdammt schnell, dass die alle auf Level 10 sind. Also ich glaube, eine schnellere Möglichkeit gibt es da nicht. Klar, man kann jeden Tag diese drei Sachen abgeben, aber dadurch kriegen wir ja nur 1,5 Level pro Tag höher. Also so schnell wie das andere habe ich es noch nicht mitbekommen bisher. Gameplayerin, ich habe eine Idee, wie wir Mini definitiv zurückbringen können. Kannst du mir helfen? Natürlich. Was brauchst du? Danke, Gameplayerin. Laut Merlin hat Minis Schleife genug Erinnerung, um sie zurückzubringen. Wir müssen verhindern, dass sie wieder verschwindet. Dafür hat Merlin etwas Neues erfunden. Er nennt es Dreamlight-Verstärker. Wir können ihn selbst bauen. Wir brauchen nur die richtigen Materialien. Ein paar Teile zu basteln, etwas Holz und einen Smaragd. Und selbstverständlich Minis Schleife. Ich habe sie schon bei mir. Hätte mir die auch lassen können. Danke, Kumpel. Jetzt müssen wir hier wieder umschalten. Moment, Erinnerungsverstärkung, zack. Ein Smaragd, zwei Hartholz. Das müssen wir, glaube ich, herstellen, ne? Stelle Teile zum Basteln her. Ja, toll. Teile zum Basteln. Was soll ich denn herstellen? Ich soll 6 Teile zum Basteln herstellen. Und was? Was ist das hier für eine Angabe? Ganz ehrlich. Ein Eisenbarren möchte er anscheinend haben. Hat er zwar nichts von gesagt, aber da steht zumindest sein Name drauf. Achso, wir brauchen 2 Eisenbarren. Ah, ich verstehe. Das Problem ist, wir haben jetzt kein Eisenerz mehr. Und ich habe überhaupt total vergessen, wo wir Eisenerz herkriegen. Ja. Ich weiß es gerade wirklich nicht mehr. Das müssen wir mal eben auf Eis legen. Ist hier noch was anderes? Brauchen wir nur die Teile? Nee, Moment, einen Smaragd brauchen wir ja noch. Den holen wir noch. Oder haben den gar nicht erst? Nee. Ich habe einen glänzenden Smaragd. Aber ich habe keinen Smaragd. Oh, ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Das ist nicht euer Ernst. Oh, ich hasse solche Aufgaben, die gefühlt ewig brauchen. Aber ganz ehrlich, Hartholz. Das habe ich doch auch irgendwo gesehen. Und, ach nee, oder war das das, was man einsammeln musste? Nee, ich glaube, das musste man einsammeln. Aber wo kriege ich das dann her? Weil ich glaube nicht, dass wir das da beim Bereich von Vajana nochmal kriegen, ne? Weil da haben wir eigentlich alles zu. Moment, ich guck mal. Das ist zwar jetzt gelb und nicht grün. Ja, das kann man anscheinend wirklich von außen schon sehen. Anhand der Farbe, weil der Smaragd, der war ja grün.
Und wir brauchen dringend den Smaragd. Oh, Moment. Hä? Ihr wollt mich veräppeln, oder? Nee, das ist ein... Schade. Ich dachte, wir brauchen den jetzt so dringend und der liegt mal eben so hier in der Gegend herum. Hätte ja klappen können. Da ist nichts. Machen wir das mal weg, das sieht so blöd aus beim Laufen. Hinten haben wir auch nichts Grünes zum Rausholen. Die nehmen wir noch mal eben mit, weil wir jetzt gerade hier sind. So, wenn das geht, so. Tja. Also ich gehe noch mal in den Bereich von Vajana, würde ich sagen. So, da könnte ich mich ja eigentlich... nee, Moment, der Bereich von denen ist ja hier oben. Mit meinem Vajana müssen wir natürlich auch noch reden. Mit der würde ich nämlich gerne weitermachen. Aber, naja, da war halt die Sache mit Miki, ne? Ich wollte ja eigentlich nur mal eben rein und nochmal hier Dings machen. Nochmal abernten. So, ich sehe jetzt hier aber schon mal spontan kein Hartholz. Das ist schlecht. Das ist nämlich tatsächlich der einzige Ort gewesen, an dem ich dieses Holz gefunden hatte. Tja. Nehmen wir auf jeden Fall noch ein paar Kokosnüsse mit. Wie soll ich das denn dann herstellen? Ich verstehe es nicht. Wahrscheinlich gibt es irgendeinen Trick, das herzustellen, aber... Ich denke mal, hier werde ich wahrscheinlich gar nichts mehr machen können, weil, ne, ich habe die beiden ja jetzt rübergeholt. Ja gut, außer jetzt die Kokosnüsse natürlich holen. Das ist okay. Das ist so blöd für mich, wenn man dann... Ja, es tut mir leid, ich kann dich jetzt gerade nicht streicheln. Das ist... Oder ist... Moment. Das eine ist aber jetzt kein Hartholz, oder? Dieses... Moment. Habe ich einen Denkfehler? Nee, das sind... Wie heißen die? Das ist Weichholz, ja. Das ist Weichholz. Kriege ich das Weichholz irgendwie umgewandelt in Hartholz? Normalerweise ja schon. Aber, naja. Ich habe aber hier nichts gefunden. Das ist das Problem. Wir können Glas herstellen sogar. Eisenbarren muss ich echt mal gucken, wo ich das habe. Ja, aber wenn, dann müsste das hier bei veredeltes Material sein. Obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass wir irgendwo mal was hatten, wo wir das Holz mit verändern konnten. Oder ich habe es einfach wirklich nur mit diesen Eisenbarren und so im Kopf. Ich habe keine Ahnung. Das ist doch doof. Den Smaragd haben wir auch noch nicht. Ich meine, gut, den... Da ist was grünlich. Hallo? Darfst du es auch gerne behalten, wenn ich es extra raushole? Aber das ist wieder geil. Miki, er bringt mir hier diesen Auftrag. Oh, das ist wieder der gleiche, ne? Oh, das ist nicht euer Ernst. Gib mir hier diesen Auftrag und läuft dann hier so locker flockig in der Gegend rum. Och, die Alte wird das schon regeln. Und ich habe absolut keine Ahnung, was ich hier machen soll. Das nehme ich nochmal eben mit. Ja, ich weiß jetzt nicht, inwieweit versetzt jetzt die Folgen hochgeladen werden. Im Moment habe ich, glaube ich, noch ein paar Tage Vorlaufzeit. Aber trotzdem, wenn ihr wisst, wo man dieses Holz herbekommt oder was man dafür machen oder können muss, schreibt es mir trotzdem gerne in die Kommentare rein, weil es wird sicher auch noch andere interessieren. Selbst wenn ich das vielleicht herausgefunden haben sollte, ist es immer gut, solche Sachen zu wissen, weil wir sind doch alle quasi eine große Gamer-Familie und wir helfen uns doch alle auch gegenseitig. Und ich sag mal, man hat ja verschiedene Gründe. Ach, da komme ich gar nicht durch. Komme ich doch durch. Man hat ja verschiedene Gründe, so Let's Plays zu gucken. Zum einen, wenn man sich dafür interessiert, weil man es einfach gucken möchte, weil man es schön findet, lustig findet, wie auch immer.
Und zum anderen natürlich auch, um sich vielleicht zu informieren, ja, wie man an einer speziellen Stelle weiterkommt. Ja, ich meine, Smaragd ist klar, der kommt irgendwie zwischendurch mal. Keine Ahnung, wo ich den jetzt herkriegen soll, aber da werde ich mal einen größeren Anlauf nehmen, nochmal durch alle Gebiete durchgehen und ein bisschen abbauen. Aber die Sache mit dem Hartholz, also ich habe keine Ahnung. Stelle Teile zum Basteln her, klar, das wird dann wahrscheinlich das mit dem Eisenerz sein. Das ist soweit auch okay. Das kann ich, auch wenn ich keine Ahnung habe, wo ich das jetzt eigentlich hergeholt hatte. Eisen. Ich weiß es wirklich nicht, ne? Ich würde jetzt so spontan sagen, das war wahrscheinlich in der Höhle, aber es kann natürlich auch genauso gut sein, dass das hier gewesen ist. Was ist das mit dem Tropfen eigentlich? Ach, das habe ich übrigens auch noch gemacht. Das kann ich euch nochmal kurz zeigen, bevor ich jetzt wahrscheinlich gleich die Folge erstmal beende. Welche Seite denn jetzt? Dahin. So, es ist schon wieder alles verrottet. Das war ja wieder klar. Man ist mal einen Abend nicht drin gewesen und zack, schon ist wieder nichts mehr grün. Und Schluckauf kriege ich auch noch. Also, keine Ahnung, was da mit der Karotte ist. Wahrscheinlich hat das wirklich falsch angenommen. Aber ich habe hier Reis, war es, glaube ich, angebaut. Die sind aber sauteuer. Also dementsprechend habe ich nicht so viel angebaut. Und dieses andere, ich weiß nicht, was es war da hinten. Oh, sie macht hier ihre Übungen mitten im Sumpf. Dieses grüne Zeugs da, das habe ich hier auch angebaut, damit ich davon mal ein paar habe. Weil ich habe mir gedacht, ich kann immer mal wieder zwischendurch... Hi! Achso, Moment, ich kann doch auch mit dir reden, ne? Hi! Lass uns über die Natur reden. Ja, klar. Seit ich sehr klein war, konnte ich spüren, wie der Ozean nach mir rief. Gibt es einen Ort in der Natur, der dich glücklich macht? Das ist eine schwierige Entscheidung. Ich liebe die Natur. Das ist großartig. Für mich ist es definitiv das Meer. Auch wenn es mir manchmal schwerfällt, herauszufinden, was es will. Mhm. Aber wenn du dich entscheiden müsstest, was ist dein Lieblingsort in der Natur? Also die Berge auf gar keinen Fall. Ich denke, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also jetzt ganz ehrlich, für sie ist wahrscheinlich Ozean sowieso die beste Antwort. Ich liebe persönlich, also ich jetzt, liebe persönlich tatsächlich sehr den Wald. Wobei den Wald jetzt weniger, sondern eher so dieses, die grünen Wiesen und so, dieses Weitläufige, das finde ich total klasse. Und wenn Blumen in der Nähe sind, natürlich auch wenn Bäume und so da wachsen, das liebe ich sehr. Ich liebe allerdings auch den Ozean. Ich bin aber nicht gerne auf dem Ozean. Oder im Wasser oder sowas. Das eigentlich weniger. Aber ich, so von der Optik her und so, liebe ich den Ozean. Da ich aber sehr gerne beispielsweise auf Wiesen oder im Wald oder so bin, sage ich jetzt mal einfach den Wald. Wirklich? Ich würde gerne mehr über den Wald erfahren. Ich habe schon allein in diesem Dorf viele neue Bäume gesehen. Cool. Oh, das Oberteil sieht gar nicht schlecht aus. Zumindest, oh, hat die was Geiles auf Level 10. Ich werde auf jeden Fall, sobald ich kann, mit ihr ernten gehen. Ja, und ich kann es. Wie geil, wie geil, wie geil. Eigentlich würde ich natürlich gerne noch jemand anderes haben, der Sammeln und Graben mit mir macht. Ne? Besonders das Sammeln wäre ganz gut, wenn man dann noch mehr Sachen kriegen würde. Aber da ich Vajana unbedingt maximieren möchte, alleine schon wegen diesem hammergeilen Kleid, ich hoffe, es sieht auch so geil aus, wenn man es anzieht, nehme ich sie jetzt für die Gartenarbeit. Seid mir nicht böse, aber ich nehme sie dafür. Ich muss mit dir reden. Oh, einmal gegossen und schon kann man es abenden. Sehr geil. Es ist sehr, sehr, sehr gemein, was jetzt gerade passiert. Weil, wie gesagt, ich versuche pro Folge das immer so ein bisschen themenmäßig beisammen zu halten. Da wir jetzt aber Vajana gelevelt haben, würde ich jetzt mal sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Weil, so leid es mir auch tut, wir nicht wirklich viel machen können mit Miki. Ich weiß nicht, wie ich das Hartholz herstellen kann.
Vielleicht muss ich irgendwas anderes machen, damit ich... Achso, da könnte ich mal kurz gucken. Nee, da war aber nichts als Voraussetzung drin. Vielleicht muss ich irgendwas machen, damit ich das dann herausfinden kann, wie ich Hartholz herstellen kann. Smaragd ist klar. Eisenerz, bin ich ganz ehrlich, muss ich nochmal suchen, wo ich das jetzt eigentlich gefunden hatte. Ich werde auch gucken, dass ich im Laufe der Zeit, ich werde das dann auch hier natürlich preisgeben, dass ich bei mir auf der Seite auch wieder ein neues Posting mache, wo ich dann eine Übersicht reinmachen werde, was ich wo gefunden habe. Und das werde ich dann natürlich auch immer aktualisieren. Das ist für mich persönlich natürlich auch eine gute Nachschlagquelle, weil ich genau weiß, wo die Informationen sind. Aber es wird natürlich auch für euch ein guter Ort sein, wo ihr nachgucken könnt. Wer es noch nicht kennt, meine Seite www.gameplayerin.de. Sollte durchgehend erreichbar sein, sollte mal irgendwas damit passieren, könnt ihr natürlich auch gerne auf gameplayerin.wordpress.com gehen. Da ja, findet ihr meine Seite auch, findet ihr den Blog quasi, meine WordPress-Seite. Könnt ihr natürlich auch nach googeln, Gameplayerin und WordPress, dann kommt das natürlich auch direkt raus. Und da findet ihr dann alle Informationen. Die Sachen, die ich persönlich wichtig finde für die Spiele, die fasse ich dann immer zusammen. Und die könnt ihr auch leicht finden. Rechts ist dann nochmal so eine Unterteilung in den Kategorien. Da geht ihr dann einfach auf Disney's Dreamlight Valley. Und findet hoffentlich alles, was ihr braucht. Also alles vielleicht noch nicht am Anfang, weil ich bin ja selber noch nicht so weit. Aber wir können entweder gemeinsam wachsen oder ja, vielleicht habe ich auch noch ein paar Informationen, die ich so zwischendurch zufällig bekomme oder die mir mitgeteilt werden. Die werde ich dann natürlich auch da eintragen. Und mit diesem wunderschönen Gesang von Mickey irgendwo im Hintergrund, ich kann ihn nicht sehen und jetzt auch nicht mehr hören, verabschiede ich mich dann erstmal. Und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo ich dann definitiv die Quest von Vaiana weitermachen werde. Bis zur nächsten Folge. Ciao!